Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft Mars Recall in New Gettysburg. Wir hatten in der letzten Folge ein paar Problemchen, aber jetzt sind wir wirklich, wirklich in der letzten Folge dieser Mission. Es wäre ja sonst ein bisschen doof, wenn wir hier ewig brauchen würden. Aber ihr kennt mich ja, ich brauche ja wirklich ewig. Ist ja nicht so, dass man für die Mission vielleicht 20 Minuten bräuchte. Aber das Einzige, was ich tatsächlich in StarCraft kann, was jetzt so competitive betrifft, ist ein Berserker Rush. Das ist so das Einzige, was ich tatsächlich kann. Oder mich einbunkern. Bloß bei dem Spiel, vor allem bei StarCraft Mars Recall, sollte man mehr auf reparier den Bunker? Nein! Ganz toll. Ja, kann ich nicht bauen. Doch, du kannst dir bauen. Oh Mann. Ganz toll. Was wollte ich sagen? Ich kann sehr gut bunkern. Bunkern macht Spaß. Vor allem in den Koop-Missionen mit Karax. Macht Bunkern wirklich, wirklich Spaß. Allerdings kann man halt bei StarCraft nicht gewinnen, indem man bloß doof vor sich hin bunkert. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei mir sehe. Weil ich bin halt nicht der Typ, der auf Angriff geht. Oder halt nicht gerne auf Angriff geht. Ich baue mich lieber in Ruhe und wie geht nochmal das eine Lied? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich probier's halt, oder ich probier's eigentlich nicht, ich mach's einfach nur. Einfach alles in Ruhe angehen und wenn man dann endlich mal nach 50 Jahren seine Armee zusammengebaut hat, dann halt mit einem riesigen Schlag den Gegner zerstören. Das Einzige zum Beispiel bei Empire Earth ist es auch immer so, man kann da ohne Probleme relativ lange überleben. Wo ist Nova? Nova, könntest du bitte damit aufhören? Aha. Die haben einfach bloß angegriffen, haben hier ein bisschen was angegriffen und sind dann gegangen. Okay. Wenn ihr meint, dann macht das eben so. So, zerstört hier mal schön die Gebäude, die letzten. Dann haben wir nämlich auch diese Mission geschafft. Hat ja bloß drei Folgen gedauert. Das geht ja noch. Oh Mann, es tut mir irgendwie verdammt leid, dass ich halt einfach nicht... Achso, wegen Empire Earth wollte ich sagen. Bei Empire Earth, da kann man in späteren Zeitaltern wirklich gut mit einer kleinen Streitmacht alles zerstören vom Gegner. Das Problem ist bloß, ich bin der Typ, der am Anfang extremst auf seine Wirtschaft setzt bei solchen Spielen und dann lasst meine Kreuzer in Ruhe. Der erstmal komplett auf Wirtschaft setzt und halt keine einzige Militäreinheit hat. Das ist zum Beispiel bei Civilization auch meistens so, wenn ich privat spiele, ich habe kein Militär. Ich baue erstmal Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und falls ich dann wirklich eine Basis habe, also eine Grundlage im Sinne von Basis, erst dann komme ich auf die Idee, Militär zu bauen. Und zum Beispiel bei StarCraft ist das halt so, wenn man kein Militär hat, ist man sofort aufgeschmissen. Und das ist nicht so sonderlich toll, aber... Wir haben jetzt die letzten paar Gebäude der Protoss erreicht. Jetzt können sie uns eh nichts mehr. Ich glaube, das hätten wir sogar mit 5 Kreuzern geschafft, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie, was uns Schönes erwartet. Tötet ihn! Man weiß ja nie, was einen erwartet. Vor allem bei StarCraft. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, StarCraft Mars Recall hat ja den Schwierigkeitsgrad noch nach oben gesetzt. Gut, hier leben wir noch, das ist gut. Blöden Zerg. Das Beste ist, ich
Einer, der die Protoss liebt, muss die Protoss besiegen und diese verfluchten Zerg schützen. Ganz, ganz schlimm. Was ist das eigentlich? Ein Observatorium. Ganz, ganz schön. Das gibt's ja im originalen StarCraft nicht. Aber ich wollte eigentlich was wegen am Schwierigkeitsgrad sagen, aber das ist gerade, glaube ich, eh relativ schnuppe, weil wir dann jetzt die letzten drei Gebäude vom Gegner haben. Die letzten zwei Gebäude und in Bälde werden wir... Natürlich kann er mich jetzt noch angreifen, weil der eine Kreuzer den anderen noch so nach vorne schiebt. Ganz, ganz toll. So, zack. Wir haben die Protoss vernichtet. So, jetzt kommt natürlich die kleine Zerg-Streitmacht, die wir bis jetzt so gut aufgehalten haben. Ich bekomme gerade eine Übertragung herein. Hier ist Kerrigan. Wir haben die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie wollen die Jungs doch nicht ihrem Schicksal überlassen. Alle Schiffe bereit machen. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Hey Jungs, was ist mit der Evakuierung? Verdammt, Arcturos, was können Sie nicht tun? Ich habe es bereits getan. Steuermann, Signal an die Flotte. Bringen Sie uns aus dem Orbit heraus. Sofort! Mann, Typ, was zum Teufel ist da oben los? Lustigerweise hat unsere Basis die ganze Cutscene übergehalten. Wir haben New Gettysburg abgeschlossen. Ganz, ganz toll. Hat auch bloß 2,5 Folgen gedauert ungefähr. Aber egal. Wir haben die Mission geschafft. Werden die Kampagne fortsetzen. Der Hammer fällt auf dem Kommandoschiff Hyperion in Umlaufbahn um die Hauptwelt der Konföderation Tarsonis. Das ist immer ganz, ganz schlimm, wenn man seinen Kaffee getrunken hat. Und dann einem dieser Kaffeegeschmack immer hochkommt. Also jetzt nicht im Sinne von die große Kotzkrise à la Oxygen not included, sondern halt einfach dieser Geschmack. Ich liebe Kaffee über alles, aber normalerweise bin ich so einer, ich trinke einen Schluck Kaffee oder eine Tasse auf einmal, kann auch sein. Und danach bin ich erstmal ruhig, weil sobald ich anfange mit Reden, dann kommt immer dieser Kaffeegeschmack hoch und was passiert? Da möchte ich noch mehr Kaffee. General Mengs hat den sofortigen Rückzug der Coral-Flotte aus dem Tarsonis-System angeordnet. Streitkräfte der Protoss und der Zerg sind auf dem Hauptkontinent von Tarsonis noch immer in schwere Kämpfe verwickelt. Gerade kommt eine Übertragung herein. Ich kann es nicht glauben, dass wir sie da unten zurückgelassen haben. Ich bin weg und Sie sollten besser auch mitkommen. Wer weiß, was für einen Wahnsinn Arcturos sich als nächstes ausdenkt. Ich empfange soeben eine neue Nachricht. Meine Herren, Sie haben gute Arbeit geleistet. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihre Aufgabe noch nicht ganz erfüllt ist. Wir haben den Grundstein für ein neues Imperium gelegt. Und wir hoffen bald, die Früchte unserer Arbeit ernten zu können. Zum Teufel mit Ihnen! Sie begehen einen schweren Fehler. Versuchen Sie lieber nicht, meine Pläne zu durchkreuzen. Ich habe zu viele Opfer gebracht, um das alles jetzt aufzugeben. Opfer? So wie Sie Kerrigan geopfert haben? Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand! Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen... Die Flotte ist bereit, Commander. Warte auf Befehle. Zum Teufel mit ihm. Wir verschwinden. Wie es scheint, ist es General Duke gelungen, Tarsonis primäre Verteidigungswaffe, die Ionenkanone, zu aktivieren. Diese Kanone muss ausgeschaltet werden, wenn ein Fluchtversuch unternommen werden soll. Gut, lustig. Vernichten Sie die Ionenkanone. Arena muss überleben. Wir spielen jetzt noch auf Mittel. Bei den Zerg werde ich ganz sicher runterstellen. Ich hasse die Zerg. Ich habe das auch schon bei Heart of the Swarm gehasst. Die Kampagne an sich, die war ganz nett mit den Einheiten. Fand ich eigentlich auch am besten hier mit den Mutationen. Aber die Zerg. Ich hasse Zerg.
Also zumindest die Spielweise von den Zerg, die finde ich einfach bloß katastrophal. Ich hasse das. Gut, jetzt schön weiter bauen. Vernichten Sie die Ionenkanone. Hier haben wir ein paar Belagerungspanzer, Armee. Das ist Jim Rayner. Tja, Commander. Sieht so aus, als wären wir jetzt auf uns gestellt. Ist schon komisch. Noch gar nicht lange her, da war Arcturus der idealistische Kreuzritter der Rebellen. Jetzt ist er das Gesetz und wir sind die Verbrecher. Es bringt mich fast um den Verstand, dass wir ihm bei seinen Eroberungsplänen auch noch geholfen haben. Verdammt. Ich hätte sie nie allein darunter gehen lassen dürfen. Oh, das war's? So. Jetzt können wir auch selber wieder spielen. Da oben kommt eine kleine Verteidigungsposition hin. Da habe ich zum Beispiel gerade irgendwas gesehen. Einen Panzer, der jetzt auf uns zukommt. Also hier kommen ein paar Bunkerlein hin. Und dann haben wir eine... Was passiert da gerade? Ach, da fährt Rayner bloß hin und her. Ganz toll. Ein Maschinendock wird gebaut. Das vor allem anderen. Und vielleicht zwei Kasernen. Die können wir praktischerweise auch gleich hier hin... Nicht genügend Mineralien. Die können wir auch gleich dahin. Benötige weitere... Ah, stimmt. Depots. Mich verwirrt das immer mehr, wenn man die ganze Zeit gewohnt ist an seine... Also man hat so seine Routine und damit... ich weiß gar nicht, mit welchem Patch bei Legacy of the Void kam ja, dass man mit mehr WBFs startet. Und das hat meine ganze Routine durcheinander gebracht. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. So, hier kann ich eigentlich auch gleich die Raffinerie bauen. Die brauchen wir ja relativ bald. Und baut die Kaserne, baut die Kaserne, baut die Kaserne. Dauert wohl noch ein bisschen. So, die zweite Kaserne können wir auch in Auftrag geben. Jetzt haben wir nämlich... Nicht genügend Mineralien, genau das wollte ich sagen. So, ein paar Bunkerlein werden dann gebaut. Hier können wir dann schon mal unsere kleine Armee in Stellung bewegen. Und im Prinzip auch gleich die ersten Bunker bauen. Heißt Bunker 1... Bunker 2, dann könnten wir hier zumachen. Ist wahrscheinlich keine so schlaue Idee. Machen wir es mal hier so. Und auf der... Nicht genügend Mineralien. Und auf der anderen Seite machen wir das dann auch so. Ja, nicht genügend Mineralien, ich weiß. Hallo, Belagerungspanzer. Dann bauen wir halt... Ja, jetzt hört doch auf, ich habe genügend Mineralien. Bauen wir das halt da drüben hin. Ja, nicht genügend Mineralien. Ich weiß, Spiel, das musst du mir nicht jedes Mal sagen, wenn ich klicke. Reicht schon, wenn du es einmal sagst. So. Nicht genügend Mineralien. Ich weiß. Ich weiß, Spiel. Ich weiß. Aber das Spiel weiß ja nicht, dass ich das weiß. Wahrscheinlich denkt das Spiel, so doof wie der Kurzi ist, sag ich's lieber noch 10 Mal. Wäre ja sonst ein bisschen doof, wenn er dann doch irgendwie auf die Idee kommt, zu merken, dass er das doch nicht weiß. Das ist dann so der kleine... Sokrates hat das gesagt, oder? Politikwissenschaft ist schon lange her. Ich weiß es nicht mehr. Wie kann man sowas vergessen? Hallo! Tötet sie! So, hier können wir noch ohne Probleme die Angriffswelle aufhalten. Das Einzige, ich würde hier gerne noch meine Fabrik haben, die ich hier runtersetze lieber, damit ich hier dann noch ein Zusatzgebäude hinbauen kann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, das Waffen-Upgrade würde ich gerne noch haben. Dankeschön. Und im Prinzip, was bräuchten wir denn jetzt noch Großartiges? Eigentlich vorerst bloß Militär. Die Akademie bräuchten wir vielleicht noch. Wäre noch ganz schlau.
Die bauen wir auch mal da unten irgendwo hin. Zum Beispiel hier an die Stelle. Nein, Mineralien sammeln, bitte, danke. Nuklearsilo könnten wir natürlich auch machen, das Ganze hier mit Nuklearraketen, aber leider haben wir keine Kerrigan mehr, sondern bloß noch hier diese Ghosts. Und ja, genau, repariere den Adler. Stimmt, der ist ja noch beschädigt, habe ich gar nicht mehr gewusst. Aber gut, dass hier der WBF aufpasst. Wenigstens jemand, der hier in diesem Spiel aufpasst. So, du baust das da oben hin. Und einen Raumhafen könnten wir noch hinbauen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei. Weil ich will das sehr, sehr gerne auf... So, Satz fertig. Weil ich gerne auf die Dings gehen würde. Jetzt weiß ich, warum es nicht bauen kann. Ich dachte wegen Mineralien, aber dafür braucht man ja Dingsebumse. Vespingas. Und ich habe vergessen, dass ich kein Vespingas habe. Das ist dann nicht so toll. Und zum Beispiel haben wir hier... Und da auch keine Verteidigung, also generell haben wir nirgendwo Verteidigung gegen Flieger. Das heißt, ich sollte vielleicht in Bilde noch ein paar Raketentürme hinbauen, wäre vielleicht ganz praktisch, bevor jetzt die große Streitmacht kommt. Apropos große Streitmacht. Ich wurde ja letztes Mal angemeckert kann ich nicht sagen, aber mir wurde gesagt, hey, achte auf deine Mineralien. Hier die Angriffsreichweite würde ich noch gerne erforschen, aber dafür, nicht dafür, sondern davor, noch einmal einen Raumhafen. Weil wie gesagt, ich liebe die schweren Kreuzer. Bei den Protoss liebe ich die, meine Güte, mir fällt jetzt der Name von meiner Lieblingseinheit nicht. Von meiner absoluten Lieblingseinheit fällt mir der Name nicht ein. Träger bereit. Ach ja, schön ist das. So, einen Kontrollturm können wir hier hinbauen. Und ich ahne schon, dass dann die Panzer hier unten erscheinen werden. Ganz, ganz toll. So. Nummer 1, Nummer 2. Dann haben wir hier nämlich auch ein bisschen mehr Feuerkraft. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich eine standhafte Armee, die dann hier alles zerstören kann. So, ein wissenschaftliches Institut. Habe ich kein wissenschaftliches Institut? Nein, ich habe kein wissenschaftliches Institut. Ganz, ganz toll. Das bauen wir hier hin. Ist das ein schöner Spot? Ich hoffe schon. Weil die sind ja immer bloß 2x2, oder? Sind die 3x3? Tötet die Goliaths. So war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Ja, danke. So, bumm. So. Ganz toll. Jetzt habe ich schon wieder einen Bunker verloren und 4 Space Marines. Also im Grunde 300 Mineralien. Das ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee, wenn ich sowas mache. Aber ihr kennt mich ja. So, hier ein Physiklabor bitte gebaut. Nuklearraketen brauchen wir ja noch nicht. Aber vielleicht dann in Bälde. So, hier die Angriffsreichweite würde ich noch gerne erforschen. Und das können wir dann in 3, 2, 1, jetzt. Die Kompsat-Station steht, das heißt, ich kann einmal hier erkunden. Mache ich mal da oben. Schwere Kreuzer. Ganz, ganz toll. Zusatz fertig. Alles ist fertig. Das ist toll. Ich bin auch fertig. Das Einzige, was nicht fertig ist, sind Versorgungsdepots. Das sollten wir vielleicht noch ein paar mehr bauen. 1, 2, 3. Ja, gar nicht bauen. Toll. 4. Bauen wir da mal 4 schöne Versorgungsdepots hin. Und eventuell könnten wir auch noch 2... Nicht genügend Vespingas. Das ist ganz, ganz toll. Mal was anderes. So, ich würde hier gerne noch einen Belagerungspanzer bauen. Dankeschön. Und mehr Space Marines.
Auch wenn Space Marines gegen Belagerungspanzer eine ganz, ganz schlechte Idee sind. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Konnte Ziel nicht erreichen. Genau das habe ich geahnt. Dann zerstören wir eben hier das eine Versorgungsdepot. Und werde hier das Ganze nochmal manuell setzen. Wahrscheinlich bleibt er dann hier in diesem kleinen Loch. So. Ich finde das übrigens ganz, ganz toll, dass man in StarCraft 2 dann die Versorgungsdepots wieder zurückziehen kann, beziehungsweise halt, dass die auf einer Ebene sind mit dem Boden. Das ist sehr, sehr, sehr toll, dass man sowas kann. Weil dann kann man da einfach gemütlich oben drüber laufen, ohne Angst zu haben, dass man dann irgendwo stecken bleibt. Weil stecken bleiben ist immer so ein bisschen... es gibt Besseres als stecken bleiben. So, hier ist nochmal ein Vespin-Geysir, das ist ganz toll. Und hier haben wir noch ein paar mehr Mineralien. Und da drüben ist auch die Basis von Edmund Duke. Das heißt, wir sollten hier vielleicht auch ein paar Raketentürme hinbauen. Wäre vielleicht ganz praktisch. 1, 2, 3, 4. Und wieder Mineralien. Und hier unten bräuchten wir eigentlich keinen, aber hier vielleicht noch 1, 2, 3. Hier unten brauchen wir wahrscheinlich keinen und dann kommen sie doch von da unten darum. 1, 2, 3 Raketentürme hier unten, dass wir wenigstens so ein bisschen Verteidigung haben. Basis wird angegriffen. Zerstört sie! Ist gerade der Feuerfresser da einfach in den Tod gelaufen? Ich glaube schon. Blöde Soldaten. Ihr sollt bloß angreifen, wenn ich es euch sage. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Eine sehr, sehr schwere Sprache, das Deutsche. So, hier hätten wir eine kleine Basis, die wir theoretisch zerstören könnten. So sonderlich viel Abwehr hat er nicht, außer hier die Raketentürme, was ein bisschen problematisch wäre mit unseren schweren Kreuzern, die wir noch relativ bald bauen sollten. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So, dann hätten wir schon mal zwei schwere Kreuzer. Hier würde ich noch die Yamato-Kanone in Auftrag geben. Und jetzt war es das dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn man gilt, grüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin, tschüss.